Ja, der Kaffee ist gut kalkuliert. Aber was du natürlich nicht vergessen darfst, wir sind in einem Fixkostengeschäft, wo wir teure Mieten, teure Leasingraten, teures Personal haben. Und erst wenn du darüber gehst an dem Tag, wenn du darüber steigst, über diese Fixkosten, dann macht das Spaß. Und bis dahin hast du erstmal ein Problem durch hohe Fixkosten. Und es gibt ja auch immer mal wieder auch Läden, wo das halt nicht so funktioniert. Ich würde es mal anders ausdrücken. Der Bagel kostet bei uns 6 Euro und der hat mehr Wareneinsatz in absoluten Zahlen als die Pizza, die im Schnitt 15 draußen kostet. Und diese Coffee Shops sind im Food-Bereich auf alle Fälle mal überhaupt nicht begünstigt, sondern da ist die Pizzeria begünstigt. Und im Café musste da mit dem Café müssen wir einfach das Geld verdienen, um unsere Mieten zu zahlen und unsere Leasing. Let's go!